Hi Leute, ich grüße euch ganz herzlich auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Kai Stüven von der Firma Stüven Kfz Alarm in Hamburg und ich sitze hier in einem wunderschönen Bimobil LBX365 von Gästen, die ein bisschen weiter angereist sind und die haben echt ein bisschen was zu erzählen. Also zum einen, was ihnen widerfahren ist und was sie noch vorhaben. Und was ich echt unheimlich interessant fand, dass sie natürlich unheimlich viele campende Leute getroffen haben und das ist natürlich auch ein sehr informativer Erfahrungsaustausch für mich, was alles so auf so einer Reise passieren kann. Ja, erstmal vielen Dank, dass ihr kurze Zeit für ein Interview habt. Und danke für die Schokolade und die Pralinen. Ja, erzählt doch mal. Ja, wir sind seit 10 Monaten im Bimobil unterwegs und haben jetzt Europa durchreist und hatten dann in Südfrankreich ein bisschen ein unschönes Erlebnis. Und wo war das? Ja, so in Biarritz auf einem Stellplatz hatten wir paar Leute, die bei uns am Abend reingekommen sind und ja, das möchten wir nicht mehr unbedingt erleben und darum haben wir auch dann wirklich einen Spezialisten gesucht. Also Leute reingekommen, die ihr nicht eingeladen habt? Ja, die waren ziemlich uneingeladen, ja genau. Und das heißt, wir waren, es war schon 23:30 und wir gingen ins Bett dann irgendwie um 23:30 und waren knapp am Einschlafen. Und während dem Einschlafen haben wir dann gemerkt, es rüttelt irgendwo am Wohnmobil. Also wir haben eigentlich haben wir schon geschlafen. Also nicht, also wir haben circa eine halbe Stunde haben wir geschlafen. Ja. Also wir sind ungefähr so um 12 oder so ins Bett. Und halb eins ist das dann passiert, dass wir so im Schlaf und dann hat es gerüttelt, weil das Bimobil ist ja gut gefedert. Ihr habt im Alkoven geschlafen. Genau, ja. Genau. Und dann sind wir aufgeschreckt, weil es irgendwie gerüttelt hat und wir haben auch was gehört. Wissen aber nicht mehr genau, wie das war. Wir waren ja am Schlafen. Dann sind wir hochgeschreckt und ich habe dann bei den Alkoven rausgeschaut. Und da habe ich unten war die Beifahrertür war Sperrangel auf. Oh. Und drei Männer standen da. Also einer war schon halb drin und zwei standen davor. Genau. Okay, und da standet ihr in der Wildnis? Weil ihr gesagt, Stellplatz eben? Ja, nein, wir waren auf einem Stellplatz, auf einem offiziellen Stellplatz von Biarritz. Und waren so rund 30 andere Wohnmobilisten um uns rum und es war so richtig ein Kuschelstellplatz. Also wir hatten so 1 bis 2 Meter Platz zwischen den einzelnen Wohnmobilen. Hätten nie gedacht, dass da jemand sich getraut reinzukommen. Und was wir vor allem nie gedacht haben, dass jemand reinkommt, während wir drin sind. Das war denen ja klar, da stehen ja keine Leute, das ist ja kein Parkplatz, sondern das ist ein Stellplatz für Leute, die da übernachten. Ne? Genau. Ja, das ist im Grunde genommen auch das, warum ich eigentlich mit euch sprechen wollte, das fand ich sehr erschreckend, weil ihr im Nachhinein natürlich auch mit Leuten gesprochen habt und du hast mir noch was gesagt, was das Kennzeichen anbelangt, das fand ich ja auch sehr interessant und auch mit den Leuten. Und okay, die sind dann abgehauen. Weil ja. Ja, ja. Ja, die sind abgehauen, nachdem ich angefangen habe zu schreien. Also ich wollte den anderen Wohnmobilisten eigentlich auf dem Platz mitteilen, dass da Einbrecher sind, dass sie aufpassen müssen und vielleicht, ich dachte vielleicht auch, wir bekommen Hilfe, also irgendwie, wenn sich da überall etwas regt, dass die dann einen Abgang machen. Und ich habe dann wirklich aus den Alkoven rausgeschrien auf Französisch, dass sie alle sich in Acht nehmen sollen, dass da Einbrecher sind. Und dann sind die drei Männer dann eigentlich, sie haben nicht mal zu mir hochgeschaut. Also ich dachte, sie wollten unerkannt bleiben, haben dann vermieden, zu mir hochzuschauen und sind wirklich gleich weggegangen, aber jetzt nicht gestresst, sondern die waren echt Profis, die wussten auch. Ja, die haben Nerven, klar. Wenn man, ich sag mal, in dem Umfeld da, sag ich mal, an die Autos range und ihr wart nicht die Einzigen, ne? Nein, es hat dennoch ein deutsches Ehepaar, das überfallen wurde, die haben nichts gemerkt und denen hat man alles weggenommen, die haben geschlafen. Und während der Zeit sind die da rein und haben alle, also Kreditkarten, Pässe, Geld, alles war weg. iPad, iPhone, war alles weg. Und haben es nicht gemerkt, erst am Morgen, als sie erwacht sind, haben sie gemerkt, dass sie überfallen wurden. Unglaublich, oder? Mhm. Und anscheinend auch jetzt kein Narkosegas oder so dabei, also von dem haben wir jetzt nichts gehört. Aber ja, war für uns schon noch ein bisschen erstaunlich, dass sie uns ausgewählt haben, weil wir haben immer gedacht, mit einem Bimobil, mit einem Fahrzeug, das sehr sicher ist, lassen sie einem in Ruhe. Ja. Dazu muss man ganz kurz sagen, die sind ja nicht eigentlich ins Bimobil eingebrochen, sondern eigentlich sind sie ja in den unsicheren Sprinter eingebrochen. Das ganz muss man auch dazu sagen. Absolut. Also ich sag mal, die Fenster hier sind ja überhaupt kein Widerstand für die oder die Heki-Luken, aber die Tür selber vom Bimobil ist ja sehr solide. Absolut. Sondern die sind ja ins Sprinterfahrerhaus eingebrochen. Ja. Das konnte man ja am Schloss sehen, dass sie da relativ
Ja, mit wenig mechanischem Aufwand in so ein Auto reinkommen. Ja, das ist ja auch der Grund, warum wir bei den Autos ja nicht nur ein Alarmsystem, sondern auch so HEOS-Safe, so Zusatzschlösser reinmachen. Aber hier wäre es ja ganz cool gewesen, wenn man Panikalarm hätte auslösen können. Ne? Also, dass man wirklich Krach macht. Ne? Absolut, weil das ist genau eigentlich eben, man steht an einem Ort, wo man denkt, man ist, man hat eine Pseudo- oder man hat eine Pseudosicherheit. Oder man steht dort und denkt, das sind 30 andere dort. Aber das ist gar nicht so. Ich glaube, die haben einfach alle auch Schiss. Also die einen haben am nächsten Tag gesagt, sie hätten gar nichts gehört, obwohl ich geschrien habe wie am Spieß. Und der Nachbar, der hat dann schon schnell rausgeschaut und gleich den Vorhang wieder zu und geht mich nichts an. Alter Polizist, kenne ich die Geschichte. Ja. Okay, aber ich habe mir ja auch erzählt, sag ich mal, dass hier bei der Polizei war, die schon gesagt hat, dass, sag ich mal, so ein Kennzeichen auch schon echt eine Falle ist. Ne? Also wenn man im Ausland ist mit einem, was habt ihr gesagt, wer ist da so, wer trägt Goldbahn dabei? Ja, also die Schweizer haben schon, die Polizisten haben gesagt, sie haben das Gefühl, dass bei den Schweizern noch Goldbahn drin sind und deutsche Kennzeichen sind schon auch die begehrteren. Ne? Es waren auf dem Stellplatz waren aus Franzosen und Spanier, ein Deutscher und ein Schweizer und die beiden haben sie genommen. Ihr wart beide fällig. Genau. Ja, gut, okay, das sind noch Geschichten aus der Vergangenheit. Wahrscheinlich noch alle wie auch immer, alte, wie auch immer. Noch offen sind. Ja. Aber gut, aber ich sag mal, wir haben, mein Kameramann und ich haben letzte Woche 3 Leute hier gehabt, denen Ähnliches widerfahren ist. Natürlich auch noch schlimmere Geschichten, gar keine Frage. Aber was da der Fall ist, dass die im Grunde genommen, ihr habt ja auch noch was Großes vor, das erzählen wir gleich nochmal zum Schluss, dass im Grunde genommen diese Unbeschwertheit, die immer mitgefahren ist, wird schon nichts passieren, die ist dann ja auch schon ein bisschen erschöpft. Also wir haben einen Kunden gehabt, der auch, sag ich mal, auf Weltreise gehen wollte und die Frau gesagt hat, nee, ich habe keine Lust mehr. Ne? Mhm. Und das ist ja halt einfach so, dass man sich darüber schon vielleicht Gedanken machen sollte, wenn man sich so ein Auto kauft. Kann natürlich gut gehen, ist auch jedem zu wünschen, aber ich glaube mal, dass man bei so einem, gerade bei so einem Fahrzeug, bei den Wertgegenständen, die man mit hat, wirklich gut beraten ist, wenn man sich eine gescheite Alarmanlage einbauen lässt. Ne? Ja, also wir haben uns beim Neukauf des Fahrzeuges haben wir uns bewusst dagegen entschieden, gegen eine Alarmanlage, weil ich immer gedacht habe, ja, das ist gar nicht nötig und es macht eh nur Lärm und keiner schaut hin. Mhm. Und das ist jetzt schon etwas, wo wir ein bisschen uns in unserem Frieden, den wir im Moment haben, in unserem coolen Abenteuer ein bisschen gestört fühlen, dass wir ja einfach, dass jetzt diese Erfahrung mitreißt. Und ich bin froh, dass wir trotzdem unsere Reise fortsetzen können. Also das ist echt cool. Aber die ganze Lockerheit ist schon ein bisschen weg. Oder es hat Vorteile, immer so ein Erlebnis, weil wir sind jetzt sicher uns bewusst, was da passieren können, auch wie wir reagieren. Aber wir haben uns jetzt wirklich dazu entschieden, so eine Alarmanlage einzubauen, weil einfach wir möchten dieses Erlebnis nicht nochmal haben. Oder? Also unsere Erkenntnis war auch, es ist sehr einfach einzubrechen in ein Auto. Und was dem Bimobil zugutekommt, ist, dass wir eine Türe zwischen Fahrraum und Wohnraum haben. Und da konnten sie so nicht weiter, da haben wir es gemerkt und dann sind sie gegangen. Wir hatten eigentlich Glück im Unglück und uns ist weder was passiert, noch ist was weggekommen. Aber trotzdem, das war eine Erfahrung. Wir haben die Erfahrung, dass bei den Wohnmobilen kommen sie meistens immer durch die Dachluken, ne, oder durch die Seitenfenster, weil die zu schützen ist, ne, also mechanisch zu schützen, ist halt einfach nur Plastik, das ist nicht möglich. Ne? Mhm. Genau wie die Mercedes-Tür halt. Ne? Wo geht's jetzt hin? Geht weiter, ne? Ja. Ja, nach Übersee. Wir verschiffen ab Hamburg nach Kanada, nach Halifax. Mhm. Sind da 6 Monate unterwegs und dann noch 6 Monate USA. Und wenn das Budget dann noch nicht überstrapaziert ist, geht es noch ein bisschen weiter. Aber das planen wir fortlaufend eigentlich. Ja, super cool, wie beneidenswert. Also wenn ich die Kohle hätte, wäre es auch ein Bimobil. Das habe ich ja schon oft genug auf Messen gesagt. Wirklich, wer sich so ein Auto kauft, Glückwunsch. Ja, ich wünsche euch alles Gute und ja, dass ihr jetzt Ruhe und Frieden habt. Ne? Ja, also wenn ihr auch auf Tournee gehen wollt, dann vorher darüber nachdenken und nicht hinterher. Und wenn ihr, sag ich mal, so eine Investition von so einem Fahrzeug habt, macht es auf jeden Fall Sinn, sage ich mal, die kleine Investition der Alarmanlage auf jeden Fall noch vorher zu machen, bevor irgendwas schief geht. Ja, vielen Dank. Für den Fall, dass ihr Fragen haben solltet, schreibt uns gerne unten. Steht die E-Mail-Adresse, die Rufnummer. Erstellt euch auch gerne ein Angebot für euer Auto. Vielen Dank, euer Kai Stüben.